Und zurück in Gran Turismo. Und wir fahren noch eine Runde von unserem Soundcheck Le Mans Geldverdienkurs. Und diesmal fahren wir noch einen, so einen Underdog wie den Megane, so ähnlich wie der Megane. Nicht ganz so gut, nicht ganz so schnell. Ich muss mal eben hier den Fernsehsound ausmachen. So. Den Megane haben wir zuletzt gefahren. Wir fahren heute mal den Alfa Romeo 155 2,5 V6 Ti. Ja, man hört schon, der hat einen sehr guten Sound. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig so vom Aussehen her. Ist jetzt halt, ne? Typisch Italiener, ne? Macht einen auch Show. Vier Endtöpfe mit abgewinkeltem Auspuffrohr und viel Show. Naja, mal gucken. Mal sehen, was die Kiste wirklich kann. Wieso blinkt die denn schon wieder? Bin ich schon wieder an den Blinker gekommen? Ja, das Ding dreht ziemlich hoch und zwar bis L5 in der maximalen Leistung. 405 kW bei 11.500 Umdrehungen. An dem maximaler Drehmoment liegt bei 9.000. Gut zu wissen, dann können wir den auch ein bisschen früher schalten. So, den fahren wir jetzt einfach mal in Le Mans. Mal gucken, was der kann. Nachdem der im Augenblick so online angepriesen wird und ich den gar nicht so besonders fand. Der geht aber ganz gut, habe ich mittlerweile festgestellt. Also der ist wirklich nicht so schlecht. So. Wir gehen mal mit einem fetten Gemisch rein und dann gucken wir mal, wie weit wir damit kommen. Also wie ihr merkt, der geht ganz gut. Musste mal eben einmal justieren. Ich hatte einen kleinen Parallaxe vom realen Lenkrad zu dem VR-Lenkrad. Jetzt passt es.
Also auch mit diesem Fahrzeug relativ schnell in Führung, ne? Nicht ganz so mühelos wie mit dem Megane. Aber auch der ist ganz schön. Fix unterwegs. So. Wäre schön, wenn wir noch zwei Runden damit fahren können. Deswegen fahre ich jetzt mal eben auf 6.
Okay, wir riskieren noch eine Runde. Wir werden wahrscheinlich einen nassen Hintern kriegen. Aber ist jetzt nicht schlimm. Wir bleiben mal auf 3. Das schlechte Wetter kommt zu spät. Das ist nicht gut. Ich hatte das jetzt fest eingeplant eigentlich, dass das da runterkommt. Ah, Moment, da links lässt es sich langsam sehen. Das Problem ist, ich muss gleich tanken. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich die Reifen behalte oder aus Sicherheitsgründen auf Intermediates gehe. Wobei, das bringt jetzt überhaupt nichts, auf Intermediates zu gehen, weil... Na, vielleicht... Aber das kann dauern, bis das Unwetter ankommt. Bis dahin sind die Intermediates schon wieder kaputt. Aber bei Regen besser schlechte Intermediates als gute Rennreifen.
Na, das hat ja doch noch geklappt. Jetzt hoffen wir, dass es ein bisschen heftiger wird mit dem Regen. Anscheinend hängen wir erstmal so an der Grenze. Kann man unwahrscheinlich schlecht sehen, die Windrichtung, aber ich glaube, wir bewegen uns eher wieder raus. Naja, scheiße. Jetzt, wo ich beschissenes Wetter brauche, da kommt's nicht. Ich brauche Regen, komm. Scheiße. Naja, falsche Windrichtung. So, das heißt, meine Reifen sind gleich im Arsch. In weniger als 2 Runden sind die im Arsch. Das kann ich mir überlegen. Ich muss mindestens noch einmal tanken. Also das bringt jetzt nichts. Obwohl 3 Runden... Ne. Das ist langweilig. Ich muss... So, das heißt, ich muss trotzdem für eine Runde noch tanken. Ich schaffe nur 6 Runden. Ja, wenn ich ganz energiesparend fahre, vielleicht noch mehr. Aber da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Dann fahre ich jetzt lieber Full Speed und tanke nochmal. Das war etwas zu viel Fullspeed. Das auch. Ach Quatsch, wir können ja... Ich brauche ja gar nicht mehr. Blödsinn. Wir fahren jetzt volle Kanne. Wechseln am Ende der Runde auf Rennreifen. Tanken noch ein bisschen nach für 2 Runden.
Und dann gucken wir mal, was wir noch reißen können. Ich weiß nicht, das ist halt das Problem mit der Anzeige. Man hat hier keine Anzeige der Positionen. Man weiß nicht, wie weit man vor dem nachfolgenden Fahrzeug ist. Deswegen kann man eigentlich keine gescheite Taktik machen, was Tankstopps oder Reifenstopps angeht. Man muss ein bisschen nach Gefühl fahren. Nein, jetzt fängt es an zu regnen. Nicht dein Ernst. Ach du Scheiße. Ja, das war jetzt überhaupt nicht beabsichtigt, dass das scheiße Wetter nochmal zurückkommt. Ah, und jetzt auch noch schwer Starkregen auch noch. Na super. Dann mal schnell sehen, dass ich mit dem Arsch reinkomme. Ja, dann machen wir noch mal frische Intermediates drauf. 1,07. So, frische Intermediates drauf. Zwei Runden tanken. Ach, können wir auch voll tanken. Oder zumindest für 3,5-4 Runden. Obwohl, das ist dann voll tanken. Ach so, und während wir drin waren, hat sich das Wetter wieder verbessert. Ja, das ist doch scheiße, aber macht nichts. Wie ihr seht, ist die Fahrbahn immer noch echt nass. Und zwar erheblich nass. Von daher, wenn wir jetzt auf Rennreifen gewechselt hätten, wären wir im Arsch. Erstes unteres Drittel der Feuchtigkeitsanzeige, Rennreifen, mittleres Drittel Intermediates und oberes Drittel Regenreifen. Also wir fahren hier noch genau die richtigen Reifen im Moment. Und wenn wir ein bisschen neben der Ideallinie bleiben, dann können wir die Reifen auch noch ein bisschen schonen. Weil hier ist immer noch nasser als auf der Ideallinie.
Jetzt sieht man nur im oberen Drittel, im mittleren, hier auf der Ideallinie ist auch noch relativ nass. Ja, da hat mich das Wetter ein bisschen im Stich gelassen, aber es klappt ja immer noch. Und da wir genug Reserve haben, können wir das Rennen jetzt locker mit fettem Gemisch nach Hause fahren. Oh, da liegt ein Schild auf der Erde. Ach so, ja. Wir sind natürlich wieder von der Straße abgekommen, die anderen, weil es geregnet hat. Dann gehen diese Schilder schon mal flöten. Bisschen zu viel Gas gegeben und dann ist er schon raus. Immer noch feuchte Fahrbahn, vor allem hier an der Seite. Wenn man hier so ein bisschen drüber fährt, dann sieht man, dass das noch ein bisschen weiter hoch geht.
Ihr seht, die Intermediates halten relativ gut noch. Obwohl die Strecke immer mehr abtrocknet. Hier ist jetzt fast trocken und wenn man jetzt hier nach links fährt, Alter, dann ist hier noch feucht. Oder hier rechts müsste auch noch, ja. Hier ist auch noch ein bisschen nass. Aber ich muss die Reifen jetzt nicht mehr schonen, wir sind ja jetzt in der letzten Runde. Thank you.